Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute schauen wir uns ein cooles Megablock-Set an aus der Star Trek-Serie und zwar der klingonische Battlecruiser. Hey, 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 was war denn das bitte schön? Ja, immer diese Aggressionen. Okay, nochmal neu bitte. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute schauen wir uns ein Set aus der Star Trek Serie von Megablocks an. Und zwar den Klingon Battlecruiser, den klingonischen Schlachtkreuzer. Ein mittelgroßes oder sagen wir eher ein kleineres Set, wo wir hier ein cooles Raumschiffmodell auf einem Displayständer bekommen werden mit einer Minifigur mit dabei. Das Set hier hat die Nummer DPH-80. Und so soll es dann später einmal aussehen. Der klingonische Battlecruiser. Ein schönes Beiwerk hoffentlich zur riesen Enterprise, die ich ja bereits hier gebaut habe. Das ist wirklich ein mega tolles Set hier von Megablocks. Mega toll, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch die Videos an. Die Enterprise, die ist wirklich gigantisch gut. Natürlich auch um Längen größer, teurer und viel, viel mehr an Teilen. Und wir schauen mal, was wir hier aus den 351 Teilen so zusammenbasteln werden. Hier sehen wir schon unseren Klingonen, der mit dabei ist. Schauen wir kurz um die Packung rum. Ja, hier gibt es nicht viel zu sehen. Einmal Captain Kirk und dann steht hier nochmal Klingon D7 Battlecruiser oder auch noch schöner auf der anderen Seite auf Deutsch klingonischer D7 Schlachtkreuzer. Jawohl, auf der Rückseite finden wir nochmal ein hübsches Bild hier von unserem Schlachtkreuzer, wenn er denn fertig ist. Und hier nochmal was aus der Serie, wie der damals aussah. In der Originalserie. Ja, sieht schon ganz nett aus, obwohl der hier mehr grünlich aussieht. Dann unser Klingone Kor. Den kennt man natürlich noch. Der ist öfters vorgekommen, mittlerweile auch schon verstorben, der Schauspieler. Und nochmal eine Übersicht über die verschiedenen Sets, die es hier so noch gibt. Die Brücke, richtig toll, leider auch richtig teuer im Moment. Dann hier der Transporterraum, den habe ich mir schon bestellt. Das Set hier, das kleine, was ist das, Maschinenraum-Set mit Degenfecht-Action sozusagen. Das steht noch hinten und das hier haben wir bereits hier zusammengebaut. Also, genug der Vorrede, Freunde, packen wir es aus. Hui, leichter gesagt als getan und als erstes habe ich hier schon mal die Anleitung gefunden und die sieht aus wie ein Comic-Heftchen. Das ist ja mal eine interessante Anleitung. Schauen wir gleich mal noch kurz rein. Dann haben wir hier doch noch unsere Minifigur. So, befreit. Den schauen wir uns später auch noch mal im Detail an, ob er auch ein ordentliches Gesicht hat. Und natürlich dann noch unsere Tüten. So, die Packung ist leer. Und wir finden einmal eine Grundplatte. Ich denke mal, da wird nachher der Displaystand drauf kommen. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Tüten insgesamt. Ja, und ich würde sagen, die verteile ich jetzt erstmal auf meine Tellerchen, denn Bauschrittnummerierungen gibt es hier natürlich nicht. Also einmal hier verteilen und dann schauen wir uns die Anleitung und natürlich unseren Klingonen an. Zeitraffer. Und da steht ja unser klingonischer Freund Kor und die Minifigur ist Megablocks typisch gut, würde ich sagen. Also der Druck sieht überwiegend ganz gut aus. Hier oben so in den Schulterbereichen ist das ein bisschen unsauber allerdings gedruckt. Das Gesicht, ja, das geht in Ordnung. Er hat also ein, zwei schwarze Pünktchen. Also so hundertprozentig sauber ist es jetzt nicht, aber alles in allem finde ich die Figur dennoch gelungen. Sieht ganz ordentlich aus hier mit seinem Schultergurt, den er hier hat und mit seinem Disruptor, den er in der Hand hält. Ja, doch, geht in Ordnung. Ist eben ein klassischer Klingone, nicht wie hier unser guter Mr. Worf. Wo haben wir ihn denn? Hier, ja, da haben sie ja schon das, sage ich mal, mittelmoderne Design hier mit den ganzen Kopfplatten und so weiter. Das war ja hier bei der Classic-Serie noch gar nicht der Fall gewesen. Die sahen sehr, sehr viel menschenähnlicher aus oder noch eher gesagt wie so Vulkanier mit fiesen Bärten.
Aber naja, so entwickelt sich das Ganze eben. Und die Minifigur, die ist in Ordnung. Was mir hier noch aufgefallen ist, die Augen, die sind nicht gemalt, sondern dort sind Löcher drin. Er hat die sogenannten, ja, Lochaugen. Also ich schaue mal, ob man das hier irgendwie sehen kann. Hier kann man es vielleicht einigermaßen gut erkennen. Er hat solche Lochaugen. Ja, hier unter dem direkten Licht sieht es ein bisschen komisch aus, aber wenn es mal dunkler ist, so ein bisschen, wenn ich weiter weggehe, ja, das geht in Ordnung. Also, Figur ist okay und dann schauen wir nochmal in die Anleitung. Der Kollege kann sich noch etwas weiter drehen. Hier habe ich die einzelnen Bausteine jetzt schon verteilt auf die Tellerchen. Ich musste ein bisschen voller packen jetzt mitunter, denn ja, ich habe viel mehr Plastikteller, aber meine Freundin hat selbst noch ein Bauprojekt und da hat die fast alle Teller in Anspruch genommen. Meine Güte, ich habe sogar sowas nehmen müssen. Wobei, wenn ich es gerade habe, kann ich euch das schon mal zeigen, denn das gefällt mir wirklich gut. Wir haben hier keine Aufkleber, alles ist bedruckt. Das hier ist von dem Standfuß Star Trek Klingon D7 Battlecruiser. Schön aufgedruckt, der Druck sieht auch völlig in Ordnung aus. Dann haben wir hier die klingonische Flagge, das Wappen. Richtig cool, bekommt man nicht allzu oft zu sehen. Und dann haben wir hier noch ein paar bedruckte Fliesen. Wo die hinkommen, das weiß ich auch nicht so 100%. Das hier kommt auf jeden Fall, kann man hier sehen, auf die Flügelpartie. Ja, der Druck sieht gut aus. Gefällt mir. Dann noch hier so ein paar kleinere bedruckte Fliesen und auch hier so ein paar Deko-Elemente und ganz interessante neongrüne Nupsis, die irgendwo noch drauf kommen. Ja, also schöne Teile, alles bedruckt. Das finde ich immer richtig gut bei Megablocks. Die machen nicht diese ganze Scheiße wie Lego und packen hier alles mit Aufklebern voll. Nein, die, ja, die drucken noch und das sogar für einen angemessenen Preis. Das Set hier gibt es um die 20 Euro bei Amazon. Habe ich euch wie immer hier unten in der Videobeschreibung verlinkt und dafür bekommt man schöne gedruckte Fliesen. So, jetzt aber zur Anleitung. Wie eben schon erwähnt, in so einem Comic-Book-Style, also das sieht eher aus wie ein Comic-Heftchen, auf der Rückseite 50 Jahre Star Trek, StarTrekMegablocks.com, vorne unsere alte Crew, ein Teil davon Uhura, Spock und Kirk und natürlich hier unten noch der Battlecruiser und wir schauen mal rein, wir haben einmal hier eine komplette Teileliste. Geht hier nochmal weiter. Hier sieht man auch, wie die Minifiguren zusammengesetzt sind. Der hat übrigens am Anfang hier ein bisschen steifen Kopf noch gehabt, der Kollege. Also ich konnte ihn nicht direkt hier drehen, sondern da ist wohl ein bisschen Farbe unten drunter gekommen. Aber nach ein-, zweimal Bewegen hat sich das erledigt, aber das nur am Rande. Also man sieht, wie viele Teile hier zusammengesteckt sind zu dieser Minifigur. Das sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Teile hier schon insgesamt. Und die Figuren sind echt cool. Auch die, die bei der Enterprise dabei waren, Kirk und Spock. Also die sind alle richtig, richtig schön gestaltet. Hier sieht man schon, wie gebaut wird, Megablocks typisch, mit diesen farbigen Punkten, dass man sieht, wo welches Teil hier aufgesetzt wird. Der Kreis kommt hier hin, der Stehplatte kommt dahin und ja, ist also sehr gut zu bauen durch diese farbige Kennzeichnung hier. So, hier mittendrin, was haben wir denn da? Nochmal eine kleine Sonderseite für unseren Klingonen. Da kann man ihn nochmal sehen, wie er damals in den 60ern dargestellt wurde. Also mit dem richtigen Klingonen von heute hat das ja gar nichts mehr zu tun, sagen wir mit Worf oder aus Star Trek Discovery. Die Klingonen, die waren, naja gut, die waren eh jenseits von gut und böse. Also mir haben die gar nicht gefallen. Wie haben die euch gefallen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Also diese nuschelnden Riesenviecher, nö, 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 konnte ich echt drauf verzichten. Aber genug davon, darum soll es nicht gehen. Druckqualität, ja, passt, lässt sich alles hier gut erkennen. Ich denke, da lässt sich gut nachbauen. Und dann schauen wir noch kurz nach, wie viele Seiten wir denn hier insgesamt haben. Das ist die letzte und damit Seite 31. So, genug Vorgeplänkel, dann fange ich jetzt mal an, den Battlecruiser zu bauen. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp auf Seite Nummer 6, denn der erste Bauabschnitt, wenn man das so nennen kann, der ist fertig, nämlich der Standfuß für den Battlecruiser und auch wo der Klingone später steht. So sieht das Teil aus, die Fliese habe ich euch ja schon gezeigt. Hinten dran haben wir hier die Standplatte, wo unser klingonischer Freund drauf kommt. Dann hier ganz cool die Fahne mit dem klingonischen Wappen, die dann hinter ihm weht oder hängt. Und dann natürlich noch hier schön in clear, man kann es wahrscheinlich gar nicht sehen, in clear transparent, hier der Aufbau, wo dann der Battlecruiser quasi
drauf schweben wird. Ja, mehr oder weniger. Und was mir hier noch positiv aufgefallen ist, man kann hier dieses Teil auch noch, ist einhändig ein bisschen schwierig, aber man kann es sehen, man kann es drehen, um dann eben auch die Position vom Battlecruiser dementsprechend ändern zu können. Also, soweit so gut. Nicht viele Teile, aber ich denke, das wird seinen Sinn schon erfüllen. Und die Basis ist geschaffen. Bauen wir jetzt mal am Battlecruiser weiter. Ja, so sieht es aktuell aus. Das habe ich jetzt gebaut. Das wird hier also quasi ja das Grundgerüst für den Battlecruiser und das sind Platten auf Platten, kann man wirklich sagen. Ihr seht hier Platten auf Platten auf Platten, da ist kein Hohlraum umbaut und das ist total solide und stabil. Und hier habe ich schon den Anfang vom Hals gebaut, so rum oder vielleicht doch eher so rum, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ganze nimmt langsam Formen an. Ich wollte euch nur mal einen kurzen Überblick verschaffen und ja, das Bauen mit den Steinen klappt mal wieder wunderbar. Megablocks liefert ja echt eine gute Qualität ab. Na klar, ein paar Gussnasen kann man hier immer noch deutlich sehen und da, wo reingegossen wurde, aber die lassen sich prima verbauen. Die Steine haben eine gute Qualität und das macht wie immer Spaß und deswegen geht es auch weiter. Da ist mir gerade was Interessantes aufgefallen. Keine Ahnung, ob das bei mir ein Fehldruck ist, denn in der Anleitung und hier auf dem Produktfoto sieht das anders aus. Und zwar, ich rede von diesen bedruckten Steinen hier mit diesen Gittern. Die sehen hier total durchgängig und gleich aus. Genauso auch hier unten in der Anleitung. Auch da sehen die total gleich aus, die beiden Steine. Und bei mir, na, ein bisschen drehen, so kann man es sehen. Ja, da sieht das so aus. Ist das jetzt Battle Damage oder ist das hier ja, irgendwie ein Druckfehler? Ich finde, es sieht ganz cool aus. Irgendwie schon nach ein bisschen Used Optik und Battle Damage und auf den ersten Blick gar nicht so nach Druckfehler. Wobei, keine Ahnung, habt ihr das Set vielleicht auch oder habt ihr es auch gebaut? Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein. Sieht es bei euch genauso aus oder habe ich hier nur einen ganz besonders schön verdruckten Battle Damage Stein? Ja. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten die Form, ja, es wird langsam. Ist ganz schön getroffen. Immer noch alles sehr, sehr massiv hier gebaut. Hier übrigens kann man schön schon sehen, wo die Flügel später hier reingeklippt werden. Die kommen hier dazwischen, einmal auf der Seite und natürlich auch hier auf der anderen Seite. Und hier hinten, wir haben den Impulsantrieb verbaut. Sehr schön, wieder mal eine bedruckte Fliese. Muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber ist trotzdem eine schöne Sache. So, also mehr gibt es noch nicht zu berichten. Ich mache dann noch ein bisschen weiter. Bevor jetzt hier zusammengebaut wird, zeige ich euch nochmal die Einzelteile, die ich hier zusammengefrickelt habe. Natürlich einmal unser Hauptkörper vom Schiff mit, ja, mit dem Hals bisher. Und dann haben wir hier diese Frontpartie jetzt in Einzelteilen schon mal gebaut. Das hier ist ein Teil davon und da sieht man auch schon die bedruckten Steine hier mit den Fensterchen drin. Alles wunderbar soweit zusammenzubauen. Dann die andere Seite. Auch hier haben wir nochmal den Druck mit dem Punkt, der hier unterbrochen ist und wunderbar wieder zusammenpasst. Dann haben wir nochmal diese vordere Partie, auch dort mit den Fenstern. Allerdings gefällt mir hier der Druck auf dem rechten Stein nicht wirklich so gut. Der hat schon ein bisschen viel mitgemacht und er sieht schon etwas abgenutzt aus. Der linke dagegen, der sieht viel besser aus. Aber naja gut, auch so ein kleines Einzelteil und dann hier nochmal ja, so ein paar Dreiecksteile plattenmäßig zusammengesteckt und das Ganze wird jetzt hier Schritt für Schritt für Schritt für Schritt zusammengebaut und dann ist der vordere Teil auch schon komplett fertig und als nächstes geht es dann an die Flügel dran. Tja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Na hoppla, was habe ich denn hier gefunden? Eine Klemmkraftschwäche. Ja, sowas gibt es auch hier bei Megablocks. Habe ich bisher ja noch nie erlebt. Nämlich dieser 1x2er-Stein, der muss hier unten rein. Und tue ich den da unten rein, dann will er da nicht sein. Also der fällt immer wieder raus. Ihr seht, ich packe den jetzt hier ganz normal drauf und man sieht schon, der hat hier gar keine Klemmkraft. Ne? Der fällt sofort wieder ab.
Und es liegt tatsächlich an dem Stein, denn wenn ich hier den anderen nehme und mache den hier rein, dann, na nö, eben hat er noch gehalten. Also irgendwie stimmt hier was nicht mit der Klemmkraft. Wobei mich das echt wundert, eben hat der andere aber gehalten. Jetzt haben die beide hier eine Klemmkraftschwäche. Oder habe ich es nur falsch rum reingemacht? So. Ah, okay. Wenn ich den so rum reinmache, dann hält er jetzt plötzlich. Aber naja, auf jeden Fall eine kleine Schwäche entdeckt. Megablocks, na. So, aber das nur zwischendurch. So, ihr seht, ein Flügel ist schon dran. Der wurde hier reingeklippt. Sieht sehr schön aus. Ist auch stabil, also da bewegt sich nach dem Reinklippen nichts mehr. Und ich will euch nochmal genau zeigen, wie das hier befestigt wird. Wir haben ja hier einmal diese Klemmen, ja, also die hier. Und die kommen dann hier einmal rein. Und das muss man halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise im ganz bestimmten Winkel machen. Sonst passt das überhaupt gar nicht hier rein. Also das findet quasi die perfekte Position. Und dann muss man kurz drücken. Und das war es dann auch schon. Also schöne Bautechnik. Sehr solide und ja, einfach zu befestigen. Und direkt haben wir hier die passende Form. Und ja, von der Form her, ja, man sieht's. Er nimmt deutlich an Formen an. Er sieht jetzt schon richtig aus wie so ein Battlecruiser. Allerdings könnte man hiermit noch keinen Preis gewinnen, denn die Kanonen fehlen noch. Also die Kanonen müssen auf jeden Fall noch dran. Aber er sieht schon ganz cool aus, finde ich. Und da ist er fertig, unser klingonischer Schlachtkreuzer D7. Ja, hat Spaß gemacht, das Teil zu bauen. Ist auch jetzt keine Geschichte, die ewig lange dauert. Vielleicht eine Stunde, anderthalb, je nachdem, wie schnell man ist. Und dann ist der Kreuzer hier fertig. Und für sich allein genommen, ohne Vergleich jetzt zu anderen Schiffen und Modellen, finde ich den durchaus gelungen. Also mir gefällt er, vor allem die Form, die ist sehr, sehr schön getroffen hier von dem Schlachtkreuzer. Also doch. Sehr schön. Ein echt nettes Displaymodell. Vor allem bedenkt nochmal den Preis. 20, 22 Euro und ihr habt sowas Cooles zum Hinstellen. Inklusive Klingone und Klingonenflagge, bedruckte Fliesen. Ja, ist doch eine schöne Sache. Ja, ihr seht hier die Front, wie die geraten ist. Ihr habt es ja gesehen beim Aufbau. Also es ließ sich echt alles ganz gut zusammenbauen, bis auf diese eine Klemmkraftschwäche bei diesen kleinen Steinchen, die jetzt aber im finalen Aufbau kein Problem ist, denn das wurde alles jetzt hier gut umbaut und ist sehr, sehr solide und stabil. Wie gesagt, hier unten den Fuß, den kann man noch drehen, dann so kann man den Battlecruiser dann selbst noch irgendwie ein bisschen anders einstellen. Er muss dann nicht zwangsläufig nach vorne schauen. Also, als Fazit, so für sich alleine, ein echt schönes Set. Allerdings, im direkten Vergleich hier mit der großen, wirklich fantastischen Enterprise, ja, da kackt er so ein klein wenig ab, unser kleiner Battlecruiser. Da sieht er etwas klein und mickrig aus, was er natürlich auch ist von der Teileanzahl her. Aber da hätte ich mir, naja, etwas Größeres gewünscht, dass wir noch ein schönes Gegenstück haben zur USS Enterprise hier. Aber wie gesagt, so für sich gesehen, für das Geld, für 20 Euro, ein echt nettes Set, kann man gerne mal bauen, macht Spaß und man kann es schön hinstellen. So, das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr den Battlecruiser gerne selbst bauen wollt, ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr den gerne direkt kaufen. Ich sage derweil tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.